Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zu einem neuen Let's Play hier auf Sossi-Spielwiese. Ein Let's Play oder eine kleine Videoserie, ich bin mir noch nicht ganz sicher, im Moment lasse ich es als Let's Play laufen, denn ich habe mir ein Spiel angesehen, nämlich dieses hier, Operantia The Stolen Sun, und wollte eigentlich nur ein angetestet Video draus machen und habe dann festgestellt, ui, das ist ja mal richtig gut. Hab ein paar Reviews noch dazu gelesen und habe festgestellt, oh, die sind auch ziemlich gut. Und ja, das Spiel ist relativ unbekannt. Es gibt auch nicht viele Reviews dazu. Es fliegt so unter dem Radar. Ist aber ein Kleinod von einem Rollenspiel. Jetzt habe ich allerdings das Problem. Das Spiel ist so ein bisschen retro. Ja, so Grid-based zum Beispiel, Rundenkämpfe. Und so ein Spiel habe ich leider schon im Aufgebot, nämlich mit The Bard's Tale 4. Sehr ähnlich von der Optik, vom Spiel her und so weiter. Und insofern habe ich mir schon überlegt, macht das überhaupt Sinn, so zwei Spiele parallel? Das hat ja auch eine zeitliche Komponente, kriege ich das hin? Ich will ja auch meine Let's Plays zu Ende führen. Dann ja, ist natürlich auch so die Auswahl. Ich kann ja auch nicht x Let's Plays gleichzeitig haben oder Videos. Also wenn ich jetzt dann zwei epische Rollenspiele mache, dann bleibt nicht mehr viel übrig für andere Genres. So ist die Überlegung. Aber Stand jetzt, und ich habe jetzt so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde so vorab schon mal gespielt, muss ich sagen, das Spiel macht auf mich so einen guten Eindruck, dass ich es gerne, also dass ich zumindest vorhabe, nach jetzigem Eindruck das Spiel komplett durchzuziehen. Deswegen läuft es jetzt erstmal als Let's Play und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich denke, nach so ein paar Folgen weiß ich auch schon ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. So, das mal als Einleitung. Jetzt, was ist das jetzt nochmal genau für ein Spiel? Und von wem kommt das? Dieses Spiel ist von den Zen Studios. Das sind Ungarn. Und interessanterweise sind die eigentlich Spezialist für ein Genre, ein Nischengenre, das mit Sicherheit schon relativ feste Fanbase hat, aber was für mich jetzt zum Beispiel so ein absolutes No-Go-Genre ist, nämlich Flipper-Simulationen, virtuelle Flipper-Simulationen. Ich konnte schon früher nichts mit den echten Flippern anfangen und mit den virtuellen schon gleich weniger, aber die Zen Studios sind da wirklich spezialisiert und haben auch etliche Flipper gemacht mit etlichen Franchises und Lizenzen. Also die haben ja von also quasi jedes Marvel-Thema und auch Star-Wars-Thema verwurstet, was man in so einen Flipper reinpacken kann, und sind damit auch recht erfolgreich. Deswegen ist es umso interessanter, dass es jetzt hier mit Operantia ein Spiel gibt, das in völlig andere Richtung geht und auch noch ziemlich gut zu sein scheint. Eigentlich ein Phänomen, wenn man so möchte. Und das nächste ist, das Spiel, wie gesagt, ist ein ungarischer Entwickler und das Spiel ist auch sehr angehaucht aus diesem kulturellen Kreis. Also nur schon mal, also Operantia als Titel ist nicht irgendwie so mal irgendwie so generisch gewählt, weil das Spiel vielleicht so opernhaft ist oder so, sondern Operantia ist eine ungarische Märchenwelt. So, keine Ahnung, wie bei den Amis irgendwie Alice im Wunderland oder so, so eine Märchenwelt ist, so, oder bei uns die Gebrüder Grimm. Märchenwelten existieren, so ist Operantia so eine Art, ja, Sagen- oder mythologische Welt aus dem ungarischen kulturellen Bereich, und die Entwickler wollten das offensichtlich hier umsetzen. Dieser kulturelle Einfluss, den findet man in dem Spiel an ganz vielen Stellen so immer wieder durchschimmern, also zum Beispiel die Namen der Protagonisten sind alle aus diesem Balkanbereich, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, osteuropäisch angehaucht. Dann das Spiel hat so einen gewissen Pathos, aber auch so eine gewisse Melancholie, so was, ich sag mal, was Zauberhaftes so mit drin. Und das ist auch sehr, also das passt eigentlich in diesen kulturellen Bereich, finde ich auch ganz gut. Also man kann sagen, die Entwickler haben versucht, etwas aus ihrer Heimat oder viel von ihrer Heimat in das Spiel zu bringen. Und das Ganze hat natürlich dann auch eine, ja,
so ein bisschen einen Touch von etwas Neuem, weil es sich ja dann zum Beispiel von Bard's Tale 4 schon deutlich, was jetzt so diese Inszenierung angeht, schon deutlich unterscheidet und was auch so den Hintergrund angeht. Bard's Tale 4 ist ja eher so westlich angehaucht, wobei da sehr viel, ich würde fast sagen, britische, schottische Mythologie scheinbar mit drin ist. Und hier eben osteuropäische. So, das ist so mal so, was halt so im Vornherein zu sagen wäre. Ich würde das Spiel jetzt einfach mal spielen, weil mir ja oft vorgeworfen wird, dass ich zu oft labere und zu wenig Spiel zeige. Aber bei einem Let's Play, das vielleicht 100 Folgen geht, da muss man auch ein bisschen was an Hintergrundinfos bringen. Das ist weiterhin meine Prämisse. So, wir starten jetzt aber mal. Und wir starten mit dem Prolog. Nicht wundern, es wird in dem Spiel relativ viel gesprochen. Alles mit Sprachausgabe. Da bin ich dann immer ruhig. Und es fängt jetzt auch schon gleich damit an. Deswegen. There lies Operencia. A world where reality embraces fantasy. Where dreams foretell destinies. Where history meets legend. I hail from this land. And I have a story to tell. I was there when the great dragon Fade rose from the depths. None could stop him. Humanity faced its doom until arrived the Sword of Legend, until arrived Attila. Das ist interessant. Also es ist eine Fantasy-Welt, eine Märchenwelt, aber gespickt mit Namen, also mit Figuren aus der Historie. Das ist so, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist in dieser Mythologie, dass da wirklich Attila oder sowas vorkommt, aber das scheint hier in dem Spiel auf jeden Fall miteinander verquickt zu werden. Hier steht, vor nicht allzu langer Zeit schaffte König Attila das Undenkbare und vereinte zum ersten Mal in seiner bekannten Geschichte das gesamte Land Operencia unter einer kriegsfreien Herrschaft. Aber das Undenkbare ist wieder geschehen und diesmal ist es alles andere als friedlich. Dämonische Kräfte der Unterwelt haben das erste Tor nach Operencia gebaut, das groß genug ist, dass eine Armee hindurchpasst. Und sie nutzen es voll aus. Wir spielen jetzt hier einen Epilog. Stimmt nicht? Einen Prolog spielen wir. Und in diesem Prolog spielen wir Attila mit seiner Begleitung. Und ich glaube, wir spielen die Geschichte jetzt nach, die jetzt gerade hier beschrieben worden ist. Mit dem Drachen und so weiter. Ich wundere, ich bin etwas erkältet. Und vielleicht muss ich ab und zu mal husten. Das versuche ich dann nicht ins Mikrofon zu tun. Es tut mir schon mal jetzt leid. Well, it's not every day an army dares launch a surprise attack against the mighty Attila. And it is not any day that an army defeats him. I imagine part of you admires such an ambitious assault. You know me too well, Reika. It's just... You prefer to be the one surprise attacking. Precisely. We're here. Make haste. We must get to the gate immediately. Have you any idea what to expect? Yes. Perhaps you'd like to prepare me? No. Your brevity suggests either unimaginable horrors or tales of past love. Can they not be one and the same? Oh, this will be interesting. Also, eine Sache, die mich an dem Spiel ein wenig stört, ist, dass die Figuren relativ oft reden miteinander oder da. It is quite pretty. No time to admire the scenery. I know. We must move forward. Do keep your eyes open for useful objects, though. Ja, gut. Also die reden relativ oft miteinander und das ist oftmals nicht so wirklich spannend, lustig oder gehaltvoll, sodass mich das jetzt schon am Anfang relativ oft so aus dem Spiel rausgezogen hat und ich mir denke, ja, macht mal fertig, ich möchte gerne weiterspielen. Vielleicht wird es besser, ich weiß es nicht. Im Moment finde ich es eher so ein bisschen störend. Ansonsten nicht wundern, wir spielen jetzt gerade Attila und seine Begleitung. Das heißt, wir sind hier, haben ja schon hunderte von Hitpoints und Fähigkeiten und Zauber und bla bla. Das ist halt einfach, weil wir sozusagen eine Vorgeschichte spielen. Das Spiel beginnt dann aber nochmal
neu mit einem neuen Charakter und der ist dann auch wirklich ein Rookie. Nur ganz klassisch. So, eine zweite Besonderheit, und die stört mich auch ein bisschen, das Spiel ist Grid-based, allerdings anders als viele andere Grid-based-Spiele, mit einer freien Kamera. Die meisten Grid-based-Spiele, die es so auf der Welt gibt, so gerade aus den 90ern, die haben natürlich keine freie Kamera. Die sind, da startet man halt in eine Richtung so und geht halt schrittweise vor. Und dann dreht man sich so, so und so weiter, ne? Dann kamen ja so die ersten Remakes wie Legend of Grimrock. Die hatten das dann auch, allerdings mit einer Besonderheit. Man konnte, wenn man irgendwo stand, rechte Maustaste drücken und sich so rudimentär umsehen. Das fand ich eine super Sache, da konnte man so ein bisschen nach unten gucken und so. War schon okay. So, dieses Spiel geht aber einen anderen Weg und so kenne ich es überhaupt noch nicht. Und zwar, auch hier geht man grid-based in einer, ich sag mal, Open World, was generell schon mal nicht gut ist, finde ich. Also hat mich bei Might & Magic 10 auch schon gestört. Aber zusätzlich dazu, dass man so schrittweise läuft, kann man sich in jede Richtung umschauen, 360 Grad. Also es ist ein Bruch sozusagen in der Bewegung. Also Bewegung und Sichtfeld passen nicht zueinander. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen... Und ich würde auch gern schneller laufen, als statt immer nur so schrittweise vor und zurück zu gehen. Es ist... Ich finde es unnötig. Also, ich weiß nicht, was es bringen soll. Sagen wir mal so. Genau, das sind die zwei Sachen, die mich gestört haben bislang. Alles andere sieht sehr gut aus. Dinge, die mit denen man interagieren kann, werden so blau dargestellt. Jetzt da hinten dieser Eimer. I sense it will prove useful at some point. Of course you do. So. Soweit ich das gesehen habe, bis jetzt kann man mit der Umgebung nicht so wirklich interagieren, wie man es von einem Dungeon Crawler kennt. Also von so einem echten Echtzeit-Dungeon Crawler, also mit anderen Worten, man kann nicht irgendwelche Gegenstände durch die Gegend schmeißen oder so wirklich auf den Boden legen und interagieren. Allerdings kann man Druck platt drücken und solche Sachen. Wie hier zum Beispiel. Das kann ich drücken. Nicely done. Nicely done, ja, ganz toll habe ich das gemacht. Nein, brennt's. Optisch sieht das alles sehr schick aus hier. Some water in our bucket will drench the fire. I'm sorry to have doubted you. We can fill it at the docks. I hope you're ready for this. My sword is always ready. Of course. But is your bucket? Let's fill it down here. I see your bow is ready for battle, my queen. Good, for battle is nigh. Also, ihr merkt schon, die Gespräche kann man eigentlich vergessen. So, da vorne wartet schon der erste Kampf auf uns. Hier gibt es sowas wie Überraschungsangriff, ähnlich wie in Bard's Tale 4. Wenn man diesen hinbekommt, dann muss man sich irgendwie von hinten anschleichen oder so, kriegt man Initiative beim Kampf. Das hat ja auch schon bei Bard's Tale 4 nicht geschadet. Im Gegenteil. This gate spawns creatures Operancia has never seen. Don't worry, human. There are many more to come. They talk. Not for long. So, bis zu 4 Charaktere in einer Gruppe können am Kampfmodus teilnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann die Gruppe nur 4 Charaktere haben? Oder können von diesen Leuten, die ich habe, nur 4 teilnehmen? Also können sie mehr sein in der Gruppe, prinzipiell? Weiß man jetzt natürlich nicht, wir sind ja eh nur zu zweit. So, unser Attila, der hat hier jede Menge Kampffähigkeiten. Die Dame hier auch. Weil er eben schon X Level hat. Wie gesagt, das ist jetzt alles schon so ein bisschen, man wird da so ein bisschen reingeschmissen. So, jedes Gruppenmitglied hat bis zu 9 aktive Fertigkeiten, wobei 3 Grundfertigkeiten identisch mit allen Charakteren sind und der Rest einzigartig. So, ich glaube die ersten 3 sind identisch und der Rest hier ist einzigartig, also ab dem Strich hier, genau. Im Kampfmodus hat jede Arena 3 Kampflinien, vorne, mittig, hinten, das ist das Gelbe, Grün und Blau.
Einige Fertigkeiten sind effektiver gegen Feinde von der Frontlinie, während andere besser gegen Feinde weiter weg abschneiden. Sieht man hier. Also, dieser Hieb macht in der letzten Reihe nicht so viel Schaden, in der grünen Reihe mittelmäßig und vollen Schaden in der ersten Reihe. So. Fertigkeiten, keine Ahnung. Die Nutzung einzigartiger Fertigkeiten erfordert Energie. Fülle Energie auf, um diese Fähigkeiten wieder nutzen zu können. Also, ich nehme an, Energie ist das blaue hier. Und das kostet halt jetzt 10. Bei Zauberern wird es Mana sein. Oder so, oder auch Energie. Dann CD steht für Cooldown, nehme ich an. Also, weiß nicht, wahrscheinlich zwei Runden, bis ich sie benutzen kann. Der positive oder negative Effekt auf deine Trefferwertung, wenn du diese Fähigkeit nutzt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich eine 15%ige Chance habe zu treffen oder ob 15% sozusagen mal oben drauf kommen. Ich glaube eher letzteres. Die kritische Trefferchance, der positive oder negative Effekt. Achso, Moment. Was hat jetzt gerade angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Der positive oder negative Effekt auf deine kritische Trefferchance, wenn du diese Fähigkeit nutzt. Okay, 15%ige Wahrscheinlichkeit kritisch. Nee, stimmt ja gar nicht. Nochmal, ganz ruhig. Das ist dieser Trefferbonus oder was? Und das ist die Wahrscheinlichkeit kritisch zu treffen. So. Ja, Schaden und andere Auswirkungen. Also, mit dieser Waffe. Oder mit meiner Waffe, mit diesem Spezialhieb, diesem Spezialmove, mache ich 41 bis 51 physischen Schaden plus Waffenschaden. Plus Waffenschaden. Also scheinbar so ein Bonus, der auf der Waffe liegt. Und ich betäube den Feind. Für 5 Runden. Die Erfolgschance ist 30%. Ich nehme an, dass nicht die Erfolgschance zu treffen 30% ist, sondern die Erfolgschance, dass ich betäube. Zeigt die Wirksamkeit einer Fähigkeit in nahen, mittleren und entfernten Bereich. Genau, haben wir schon. So. Fähigkeitentyp. Eine Nahkampffertigkeit kann vom Feinden abgewehrt, gemieden oder blockiert werden und ihr Schaden basiert auf dem Stärkewert des Charakters. Da gibt es die grünen, das ist ein Fernkampf. Die basieren auf Agility. Und das sind Zauber und die agieren auch. Der Schaden basiert auf Intelligenz. Also bedeutet, wenn ich jetzt Stärke erhöhe, mache ich bei solcher Art von Fertigkeit mehr Schaden. Bei Fernkampfangriffen brauche ich Agility und bei Zaubersprüchen ist die Intelligenz der Schadensmodifikator. Okay, was ist das? Eine Einzielfähigkeit, das betrifft nur einen Gegner. Das ist eine Mehrziel. Okay. Sphäre. Die Legende besagt, dass es alte Kampftaktiken gibt, die auf der Sphäre der Fähigkeiten basieren. Okay. Zugauftrag. Jeder Verbündete und jeder feindliche Charakter kann während einer Kampfrunde eine Aktion ausführen, und die durch den höchsten Initiativwert bestimmt wird. Okay, das ist dann sozusagen die Reihenfolge. So, und der erste, der dran ist, ist immer oben und dann kommen die zwei und dann sie, oder? Also offensichtlich ist jetzt der Attila dran. Okay, also der macht Schaden bei mehreren Leuten. Okay. Unbesiegbar. Physikalische Resistenz 10%. Physikalischer Widerstand um 10% erhöht. Okay. Ja. Hast du auch irgendwas gegen mehrere Feinde? Das hier. Das war natürlich jetzt easy peasy. Die haben schon maximale Erfahrungspunkte. Da können wir auch nichts mit anfangen. Mein König. Meine Königin. Du hast gekommen.
Gönzöl. Gönzöl, Your Majesty. Gönzöl. A traveler. Where is everyone? Dead. Please, come with me. Das sieht aus nach einem Rätsel. We were very close to sealing the gates when a wave of underworlders came along. Slaughtered everyone. We must seal it now ourselves. I see the light traps are in place. Die Stimme passt nicht ganz zu dem Alten, oder? Oder hat einfach, ist das ein Junge mit einem langen Bart? Ein Junge mit einem langen, grauen Bart. Okay. Da geht jetzt der Strahl rüber und da müssen wir wahrscheinlich irgendwie ausrichten. Ich würde an der Stelle gerne Schluss machen und alles weitere in die nächste Folge packen. Also nicht das restliche Spiel, sondern die nächsten Schritte. Macht's gut, bis dahin erstmal danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.